so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Video Nummer 2 des Tages. Ich habe ja heute die Winwing FCU vorgestellt, die ja eigentlich für den A320 ist. Denkste, weil ich lebe diese geile Community. Wir haben nämlich dank einiger pfiffiger Menschen auf FlightSim.to verschiedene Profile für verschiedene Flieger. Einmal hier für den A300, A330 von Hetwing, den A310, A320 ist sowieso normal, beziehungsweise hier A330, Entschuldigung. Und das Ganze funktioniert wohl auch, wenn man mal guckt, für die 737. Also es gibt hier immer mehr Profile, um die Winwing zu starten. Obwohl die eigentlich nur für den A320 ist. Aber wie geht das Ganze? Ja. Das ganze Ding, der Mobile Flight Connector für die krassen geilen Jungs, die sich wirklich ihre Cockpits selber bauen mit Arduino und stecken, löten, machen und tun. Dieses Programm runterladen in der Download-Version 10.3 habe ich auch schon gemacht. Und dann ist wichtig, dass wir hier in den Settings einmal die Beta-Version haben und die aktivieren, denn es funktioniert wohl auch nur auf der Beta. Ja? Was wir dann noch tun müssen, ist natürlich die Profile von FlightSim.to runterladen. So, habe ich dann entsprechend auch gemacht. Was wir dann tun, das Ganze öffnen, dann sich die Datei, die man runtergeladen hat, hier in den Mobile Flight reinballern und zu guter Letzt Manage Orphaned Serials. Ist hier auch auf FlightSim.to auch nochmal beschrieben. Da haben wir dann im Prinzip die FCU und die müssen wir dann einfach nochmal, wie hier im Bild beschrieben, einfach nochmal matchen, einbinden. Dann gibt es eigentlich nichts anderes zu tun, außer dass wir einmal das Ganze hier entsprechend auf Run setzen oder Auto Run, Flugsimulator neu starten. Und jetzt mit diesem Profil für den A330 Headwind, schönes Flugzeug, weil du hast einfach eine längere Strecke, will ich das Ganze nochmal demonstrieren. Ihr seht ja da oben, da irgendwo im Bild, immer noch die FCDU, einmal hier dreh, dreh, dreh. Und ich würde sagen, wir machen einmal den Versuch. Wir starten einmal. So, da sind wir zum zweiten heute nochmal in Las Vegas. Wie ihr seht, die FCU ist hier synchronisiert. Und wir haben den schönen A330 von Hetwind. Und ich würde sagen, ich starte die Kiste mal und dann seht ihr auch noch mal, dass es tatsächlich funktioniert. Das ist eine schöne Sache, muss ich sagen. Ja. Die Meldung, die Statusmeldung, die ignorieren wir jetzt mal. Ich habe die Maschine jetzt nicht
komplett durchkonfiguriert. Und dann sind wir ja gleich, wenn ich jetzt auf die 16, 17, 18, 19, 20.000 er reagiert. Und ich aktiviere jetzt mal entsprechend, wie ihr seht, die ganze Nummer. So. Also es läuft. Ja. Nochmal zusammengefasst. Wir können es auf der Webseite von entsprechend die App. In der App setzen wir die Settings für die Beta, konfigurieren die WinWing, assignen die, damit das Profil zugewiesen wird und stimmt, auch auf das Gerät, starten einmal durch und das war's. Wenn Fragen sind, dann einfach in den Kommentaren entsprechend die Frage hinterlassen und vielleicht kann ich sie auch beantworten. Ansonsten wünsche ich viel Spaß damit. Ich gehe mal davon aus, dass es mit dem 737 mit den ganzen Profilen genauso funktioniert wie jetzt mit dem A330, weil letztendlich ist es nur eine Eingabe, die getriggert wird, eine Ausgabe, die zugewiesen wird und an den Flugsimulator geschubst wird. Also es ist im Prinzip nichts anderes, als wenn ich mir eine Taste auf dem Rotor oder auf dem Joystick entsprechend zuweise. Und das ermöglicht im Prinzip die Software. In diesem Sinne, jetzt werde ich mich dem Fußball widmen. Deutschland gegen Schweiz, hoffe Deutschland gewinnt und euch einen schönen Abend und guten Start in die nächste Woche. Bis dann.